Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Wir sind heute bei einem Fitness-Test, und zwar beim Navy Seals Fitness-Test. Und neben mir steht nicht irgendeine Sportskanone, sondern der Markus. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, hi. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Markus Hörmann. Ich bin Profi-Triathlet und Stoffwechselcoach. Markus macht unter anderem solche Sachen wie ein Ironman. Was sind da so die Distanzen beim Ironman? Es ist 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Grad fahren und 42 Kilometer Laufen. Am Stück, Freunde. Also ich wäre schon froh, wenn ich mir einen Marathon schaffe. Der Kerl macht das einfach mal am Stück in ein bisschen über 8 Stunden. Also ich bin wirklich gespannt. Ich vertrete heute mal eher so den Pumper Normalo, würde ich sagen. Und er auf jeden Fall die richtige Sportskanone. Aber wir haben auch ganz unterschiedliche Challenges. Also beim Navy Seals Fitness Test geht es darum, wir treten einmal an in Liegestütze, in Sit-Ups. Laufen werden wir hier auch noch. Dann geht es weiter mit Klimmzüge. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Schwimmeinheit, wo wir auch nochmal auf Zeit schwimmen werden. Alles ist auf Zeit. Die Navy Seals machen das im Real Life eigentlich alles hintereinander direkt. Das ist aber uns logistisch nicht möglich. Deswegen werden wir eins nach dem anderen machen. Aber es dient ja mal so als groben Richtwert. Und ich würde sagen, wir reden auch gar nicht lange drum rum. Ihr findet übrigens alle Social Media Kanäle und sowas von Markus in der Videobeschreibung auch verlinkt. Also wenn ihr euch mal irgendwie ein gescheites Coaching reinholen wollt, wie ihr richtig fit werden möchtet, dann meldet euch einfach bei ihm. Wollen wir uns nochmal anfangen? Liegestütze oder Sit-Ups? Worauf hast du Bock? Fangen wir mit Sit-Ups an, dann bin ich nicht so demotiviert vom Anfang an. Okay, gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Die erste Challenge sind Sit-Ups oder Curl-Ups. Also da müssen wir in 2 Minuten mindestens 50 Stück schaffen. Das ist Minimum, und Optimum ist, wenn man 100 schafft, also irgendwo dazwischen. Ich denke mal, ich werde 50 schaffen, hoffe ich zumindest. Lass mich nicht ganz bei mir, und dann würde ich sagen, fangen wir an. 2 Minuten Zeit, du stoppst die Zeit. Ja, 3, 2, 1. Ganz plötzlich aus dem Nichts. 40 Sekunden ab. Oh, leg mich doch am Arsch. 40 Sekunden. Warte. 15 Sekunden. 14. 48. Schnell, 2. Schaffst du noch 10 Sekunden? 41. Einer noch. Schnell. Ja. Nein. Ja. Ja, der zählt schon als 50. Oder? Ey, es ging so easy, ohne Witz. Und plötzlich von der einen auf die anderen. Ich hab sogar in den Oberschenkeln gespürt. Also, keine Ahnung, vielleicht hast du zu schnell angefangen. Man weiß es nicht. Es kann an den Kleinigkeiten kannst du plötzlich scheitern. Er hat jetzt den Vorteil, dass er schon so ein bisschen bei mir gesehen hat. 1, 2, 3. Da hat er es schon geschafft. Oh. 61. 62. Oh. 62 Stück. Auf jeden Fall geschafft, Digga. Das war eine ganz andere Strategie. Du hast langsam angefangen und dann Gas gegeben, gell? Ja, da durfte ich lernen erst. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir es jetzt diesmal umgekehrt. Liegestütze legst du vor und dann gucke ich mal bei dir die Technik ab. Ja. Es gilt als nächstes, 50 Liegestütze zu machen. In unter 2 Minuten ist Minimum, 100 ist Optimum wieder. 50 Liegestütze müssten schon drin sein. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Markus liegt diesmal vor. Ach ja, er ist auch noch dazu verletzt. Du hast eine Sehnenscheidenentzündung, glaube ich, ne? Genau, Sehnenscheidenentzündung. Da muss ich ein bisschen schauen, dass die rauskommt. Deshalb auf die Fäuste. Ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, go. What's so bright? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Paradedisziplin eines Triathleten, Liegestütze zu machen. 44, 45, jawohl, 45.
47! Okay, mega! 47 Stück hast du geschafft! Ich wünsche mir das Laufen herbei! Dafür, dass das nicht deine Disziplin war und noch dazu verletzt, Respekt, 47 Dankeschön. Stück, Alter! Ganz, ganz, ganz knapp! Oh, jetzt habe ich Muskelkater! Eins meiner letzten Videos war ja das mit den 30 Sekunden möglichst viel Liegestütz machen. Und da habe ich gemerkt, wenn man schnell macht, schafft man viele. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schnell oder langsam machen soll. Ich versuche mal so einen Mittelwert zu finden. 3, 2, 1, go! Okay, 61, nee, 66 Stück. Damit auf jeden Fall zumindest das geschafft. Also es steht 1-1. Jetzt kommen wir zur nächsten Challenge. Bin ich mal gespannt, wie du die schlägst. Dann soll nämlich laufen. Also, die Hampelmänner machen sich ja noch warm. Ich muss sagen, die Liegestütze haben doch schon mehr reingeknallt, als ich gedacht hätte. So 66 Liegestütze spürt man doch in der Brust. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch traut. Was lauft ihr eigentlich so? Geht ihr joggen oder geht ihr nicht joggen? Während des Lockdowns bin ich ab und zu joggen gegangen. Ist aber jetzt auch schon so bestimmt ein Monat oder anderthalb Monate her, dass ich das letzte Mal laufen war. Und sonst immer nur pumpen. Also wir laufen 1,5 Meilen. Das sind ungefähr 2,4 Kilometer. 6 Runden. Minimum in 10,5 Minuten. Und Optimum, das ist dann wahrscheinlich die Zeit, die er anstrebt, 8 Minuten 50. Ist zügig? Zügig. Echt? Ich denke mir, so ein Navy Seals Test, wenn das ein Profi-Triathlet nicht schafft, dann ist das echt heftig. Sag mal ganz kurz so eine Schätzung. Was schätzt du? Wie schnell wirst du sein? Na, jetzt momentan irgendwo so zwischen einer 3,15er, 3,30er Pace auf einen Kilometer oder sowas. Könnte knapp werden. Du musst schon echt schnell laufen. Aber ja. dann bist du wohlgemerkt beim Optimum. Das ist das Höchste. Die meisten bewegen sich irgendwo dazwischen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht abkotze oder sowas. Dann auf die Plätze. Fertig. Go. Markus hat seine erste Runde einfach schon hinter sich. Und da hinten kommt dann auch Julian. Ah, das war jetzt anstrengend. Ja. Du bist dann einfach überrundet. Ah, aber läuft gut. Auch technisch macht er echt gut. Ja. Wie lange hast du jetzt gebraucht? Ah, ich glaube 8,02 oder 8,03 oder sowas. Ah, 11 Minuten 7. Scheiße. Machst du das Ding, gell? Ich hasse Laufen. Ich habe gemerkt, es ist immer, man weiß nie, wie schnell man starten soll und wie viel Kraft man noch hat. Und irgendwann hat man das Gefühl, man kriegt einfach keine Luft. Es ist einfach die Kondition. Der Sauerstoff kommt nicht hinterher gefühlt. Also ich glaube, mit Üben wäre das auf jeden Fall drin. Mega langsam war ich jetzt nicht, aber es ist auch bei Weitem nicht das Minimum gewesen. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Er hat das Optimum geschafft, ich habe das Minimum nicht geschafft. Damit steht es 2-1 für ihn. Jetzt geht's nächste Challenge, die uns bevorsteht, wo ich hoffentlich wieder ausgleichen kann auf 2-2, ist Klimmzüge. So, und wir sind jetzt an der Klimmzugstange angekommen. Hier im Hintergrund seht ihr das Ganze schon. Hier ist das Minimum 10 Stück in 2 Minuten. Optimum sind 20 Stück. Dann würde ich sagen, ich habe mir ein bisschen Kalk dran gemacht. Leg ich vor und du machst nach. 10 Stück, hoffe ich auf jeden Fall, dass drin sind. Alles drüber hinaus, weiß ich nicht, wie viel es werden. 3, 2, oh,
13. 13 Stück, okay. Hätte ich gedacht, es geht vielleicht ein bisschen mehr. Aber irgendwann ist der Punkt, wo es nicht mehr geht. Und wenn du länger hängst, glaube ich, hier in dem Punkt macht die Zeit überhaupt nichts aus, weil ob du es langsamer machst oder schneller machst. Markus ist jetzt dran, der Triathlet. Ich habe auf jeden Fall geschafft, das Minimum. Mal schauen, wie viel du schaffst. Geht los in 3, 2, 1. 2. 3. 4. 10 Stück. Minimum schon mal geschafft. Du hast noch 1,5 Minuten. Sehr cool, ich mache jetzt erstmal Pause. Also ich glaube auch, die Challenge ist hier gar nicht die Zeit, weil Challenge per se wäre schon 2 Minuten da zu hängen. Sowas könnte ich gar nicht. Okay, 14 Stück hat er geschafft. Hey, das gibt's noch nicht. Hat der Kerl eiskalt eine Wiederholung mehr geschafft als ich. Aber ich muss sagen, bei mir irgendwann im Hängen einfach, ich habe auch anders gegriffen. Also ich hatte meinen Daumen oben drüber nicht so gegriffen. Ich hätte mich eigentlich gar nicht so einarmig hängen. Es ist vielleicht auch immer ein bisschen Technik, ne? Also Respekt auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass du 14 Stück schaffst. Es hat bei dir auf alle Fälle sauberer ausgeschaut. Ja, die Ausführung mehr, eins mehr oder weniger. Also auf jeden Fall richtig, richtig gut. Jetzt geht's auf zum Schwimmen. Ich bin gespannt, ob ich da überhaupt über die Zielgerade komme oder ob es das dann gleich mit mir war und ich einfach Hamsterbacke AD. So, und da sind wir auch schon. Alter, meine Lunge vom Rennen. Wir sind jetzt hier am See. Jetzt wird eine Runde geschwommen. Es gilt 500 Meter zu schwimmen. Ich muss dazu sagen, ich bin richtig, richtig, richtig schlecht im Schwimmen. Bin mal gespannt, ob ich das überhaupt durchstehe. Und bei dir bin ich mal gespannt, wie schnell du bist. Weil ich glaube, denk mal, 500 Meter sollte für dich kein Problem sein. Normalerweise nicht, ne? Okay. Was hast du jetzt für ein Outfit oder was? Ja, ich schwimme heute in Badehose. Das ist sehr untypisch für einen Triathleten. Okay. Also im Rennen haben wir entweder noch einen Speedsuit oder einen Neoprenanzug an. Okay. Aber einfach, um es fairer zu machen. Und denkt, die Navy Seals, die ziehen sich auch keine Mühe an. Und meine Strategie bei 500 Meter ist jetzt halt eigentlich von Anfang an losballern. Worauf habe ich mich hier eingelassen, Alter? Ich schaue einfach, dass ich einfach rüberkomme. Ich hätte mich beeilen, so schnell wie möglich natürlich schwimmen. Wasser hat eine angenehme Temperatur. Wetter spielt auch mit. Dann würde ich sagen, 5 von 5 steht an. Wir haben jetzt hier 500 Meter schwimmen und Minimum sind 12,5 Minuten. Optimum sind in dem Fall 8 Minuten 50. Wenn ihr das seht, einmal da drüben, das sind ungefähr 250 Meter hin und 250 Meter zurück. In 3, 2, 1. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Markus ist schon fast da und Julian hat, glaube ich, gerade die andere Seite erreicht. Sieben Minuten 27. Okay. Oh. Und, was ist die Zeit? 10,5 Minuten. 10,5 Minuten. Dann habe ich es ja geschafft. Dann haben wir das auch noch geschafft. Es ging doch besser als gedacht. Oh, Respekt an dich. Du bist eine richtige Sportskanone. Heftig. Du hast alle Challenges geschafft, ne? Nee, bis auf die Liegestützen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall beide keine Navy Seals. Ja, müssen wir ein bisschen üben. Natürlich ist bei den Navy Seals auch so, das ist nur der Minimum-Test und da gibt es noch viele weitere Tests. Was ihr nicht gesehen habt, aber was natürlich mental zu setzen ist, von meinem Laufen, ist mir meine heißgeliebte Drohne kaputt gegangen. Ich blende euch den Clip mal hier ein. Also wenn ihr bis hierhin geschaut habt und den Clip gesehen habt, schreibt mal Hashtag RIPDrohne in die Kommentare, dann weil ich das bis hierhin geschaut habt. Und gönnt euch die Werbung auf dem Video, damit die nächste Drohne reinfinanziert wird. Ihr wisst Bescheid, YouTube Money regelt. Okay. Ich danke dir, dass du dich der Challenge heute gestellt hast. Hätte mich fast gewundert, wenn ich auch nur irgendwo ihn hätte wirklich schlagen können. Riesen Respekt für deine sportliche Leistung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Und natürlich könnt ihr jetzt direkt hier weiter in die nächste Premiere rein zum nächsten Video. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis zum nächsten Video. Over and out. Ciao. Ciao.